Hallo, da bin ich wieder, der immer hier steht. Naja, nicht immer. Thomas ist ja auch immer öfter dabei. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Wir haben vor einiger Zeit etwas gemacht über diese Desinfektion. Das war zum Teil Desinformation. Und zwar ja, nicht alles, aber da, wo man, auf Deutsch gesagt, den Kunden verarscht hat und damit auch mich. Es geht um diese virenzerstörenden Lichtwellen, die für unsere Augen unsichtbar sind. UVC. So. Und das sind einige Dinge nicht ganz korrekt gewesen. Da hat mich ein Zuschauer, der wissenschaftlich mit dieser Thematik befasst ist, angeschrieben. Er hat mir ganz lange Nachrichten per E-Mails geschickt. Ich habe ihn versucht zu erreichen. Leider konnte ich ihn telefonisch nicht erreichen. E-Mails war ich wohl zu blöd dafür. Die sind immer zurückgekommen. Ich nenne ihn mal, weil ich nicht weiß, ob ich ihn nennen darf, Omega-T. Er wird wissen, wer gemeint ist. So, und jetzt schauen wir uns das einfach mal an, worum es dabei geht. Ich habe einen solchen Strahler im Internet gekauft mit 253,7 Nanometer Wellenlänge. So stand es ganz klar und eindeutig dabei. Mittlerweile wird er so nicht mehr angeboten. Und habe gedacht, gut, wir sind ja in dem Wellenlängenbereich, wo wir mit genügender Intensität auch Viren zerstören können, aufbrechen können. Und habe gedacht, dann nehmen wir das mal, bauen das in Rohr und ja, Sie können sich das ja ansehen. So, aber hinterher ist dann herausgekommen, dass dieser Strahler, dieser als 30 Watt 253,7 Nanometer Strahler angebotene Dings einfach nur eine Geldmacherei ist, ein Jux ist. Ich habe jetzt alle Leuchtdioden eingeschaltet. Und jetzt gucken wir mal, diese 30 Watt, was dabei übrig bleibt. Jetzt ist mir hier die Leitung zu kurz, aber vielleicht kann ich es ja so machen. Da kommen wir jetzt hier auf 12,4 Watt. 30 Watt soll er haben. Also da stimmt schon mal irgendetwas nicht. Dann habe ich gedacht, okay, dann müssen wir der Sache mal auf den Grund gehen. Habe das Ding auseinander geschraubt. Ist ja relativ einfach. Und da sehen wir da drin, also Netzteil. Dann hier für die Schnittstelle, die der ja als Desinfektionsstrahler gar nicht benötigt. Und wenn es weitergeht, siehst du, da habe ich natürlich eine Schraube reingemacht, damit sich das nicht wieder zerbröselt. Die sollten wir rausmachen. Da ist ein Kühlblech drin, das macht ja auch Sinn. Und dann kann ich diese Platte rausnehmen und dann sieht das Ding so aus, so wie jeder andere Partystrahler. Und jetzt kann man hier diese kleinen Hülsen mit den Linsen abnehmen. So, und wenn wir dann mal da drauf gucken, da steht G, das steht bestimmt nicht als Abkürzung für gute Laune, da steht B, vielleicht für besoffen, da steht R, und das ist jetzt eigentlich ganz klar. Dieses Teil ist im Grunde genommen so ein umgebauter Party-Effektstrahler, so eine Effektleuchte. Ursprünglich war hier wohl eine rote und hier eine grüne Leuchtdiode geplant. So, und dann hat man eben einfach überall blaue da drauf gemacht, möglichst billig, und hat gesagt, so, das ist gar kein Effektstrahler, sondern das ist jetzt ein Desinfektionsstrahler. Die reine Verarsche, vorsätzlicher Betrug. Und diese Bauform, so wie Sie die hier sehen, wird von verschiedenen Händlern bei verschiedenen Plattformen im Internet angeboten. Und ich behaupte mal, einfach frech, das ist alles Betrug. Wenn diese Dinger nämlich zu dem Preis von 20 bis 30 Euro oder auch noch billiger verkauft werden, können die gar nicht in diesem Wellenlängenbereich arbeiten. Warum? Ja gut, sagen wir mal so. Diese Wellenlängen, die wir brauchen. Und da müssen wir aber erstmal gucken, worum geht es hier. Das hat mir hier dieser Wissenschaftler auch geschickt. So sieht das aus. Da haben wir also UVA,
Das ist nicht das, was wir brauchen, um die Viren zu zerstören. Das dringt relativ tief in die Haut an, UVB und UVC. UVC ist ein kleiner 250 Nanometer. Das dringt nicht ganz so weit in die Haut ein. Aber weit genug, um Schäden zu verursachen. Vor allen Dingen Schäden in den Schleimhäuten, auf der Hornhaut der Augen und auch auf der Haut. Sonnenbrand zum Beispiel. Denn die gleiche Strahlung kommt auch von der Sonne. Die hat auch desinfizierende Wirkung. Aber durch die Atmosphäre wird sie so stark gedämpft, dass sie uns nur noch im Sonnenbrand beschert mit möglichen Spätfolgen. Aber mehr auch nicht. So, wenn ich jetzt diese Strahlung nehme, und was schreibt er da? Also ein kleiner 280 Nanometer. Nur diese Strahlung hat Wirkung auf Viren. Und dazu hat er auch noch eine Grafik mitgeschickt. Wenn wir uns die ansehen, links ist ein verbotener Bereich, der ist orange hinterlegt. Verboten heißt, Strahlung in dieser Wellenlänge produziert Ozon, bricht also in der Luft unsere Moleküle auf und es entsteht Ozon, was ja auch nicht so besonders gesundheitsförderlich ist. Und wenn wir dann weiter rechts sehen, da haben wir eine senkrechte Linie. Diese senkrechte Linie, das ist von Niederdruck Quecksilberlampen, die spektrale Wellenlänge, die ausstrahlen, sehr schmalbandig. Aber wir sehen auch diese Niederdruck Quecksilberlampen, Leuchtstoffröhren und ähnliches, die sind nicht auf dem Maximum, was wir weiter rechts sehen von der Wellenlänge, so bei 265 Nanometer etwa, was die höchste Wirkung hat auf diese Viren, auf unterschiedliche Viren. Wir haben das rechts aufgetragen, MS2, T1, UV, weiß ich jetzt nicht, was ist, T7, kann man alles nachlesen. Das heißt also, auch diese Quecksilber-Niederdruck-Dampflampen, auch die sind nicht optimal dafür geeignet. Die sind zwar relativ gut, aber sind nicht im Maximum. Wir müssen jetzt noch eine Sache haben zu der Leistung. Wenn wir heute Leuchtdioden für diesen Wellenbereich kaufen möchten, dann ist es technologisch noch gar nicht möglich, in diese Leistungsklasse zu kommen, denn die mit der höchsten Leistung liegen im Moment bei 70, einige sagen auch 100 Milliwatt pro Leuchtdiode. Nehmen wir mal 100 Milliwatt, diesen Traumwert. Eine solche Leuchtdiode kostet eine, wenn man sie in großen Stückzahlen kauft, mindestens 25 Euro. Also so ein Ding, was hier nicht aus der Lügenfraktion kommt, sondern was wirklich in diesem Wellenlängenbereich strahlen würde. 25 Euro für 100 Milliwatt. Wenn wir das jetzt mal zusammenrechnen und wir wollten 30 Watt haben, so wie das hier angegeben ist, da sind wir ganz schnell auf 7.500 Euro. Aber die Einzelnen macht es ja auch gar keinen Sinn. Wir brauchen 300 Stück, wo sollen wir die hin tun? Und dann gibt es noch eine Sache. Unsere normalen Leuchtdioden für den sichtbaren Bereich, auch hier diese blauen, die haben einen Wirkungsgrad, wenn es gute sind, davon gehe ich hier nicht aus, von 40-50%. Das heißt, die Hälfte wird auf jeden Fall in Wärme umgesetzt und die andere Hälfte in das sichtbare Licht. Bei UVC-Leuchtdioden haben wir einen Wirkungsgrad von 2-6%, habe ich gefunden. Also sagen wir mal so Mittelwert, es würden 95% in Wärme umgesetzt und 5% in die Strahlung, die wir haben wollen, um unsere Viren kaputt zu machen. Jedenfalls in den Bereichen, die DNA aufzuspalten, dass sie sich nicht mehr fortpflanzen können. Das ist das Ziel der Geschichte. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, überlegen wir das mal, wenn wir das hochrechnen, dass wir nur 5% der Strahlung haben, wenn wir dann 30 Watt haben wollten, wie viel Leistung müssten wir reinstecken und wie viel Geld will ich gar nicht ausrechnen. Ich bin auf 6 Kilowatt gekommen, die ich hineinstecken muss, um 30 Watt Strahlung herauszuholen. Jetzt überlegen wir, da müssten wir also 5,6 Kilowatt abführen, was Wärme ist. Da können wir also einige Zimmer damit heizen. Müssten die aber viel größer sein, größere Lüfter haben und so weiter. Also es ist von vorn bis hinten gelogen.
Leider sind wir auf diesen Mist reingefallen. Die Hersteller haben anschließend nach der Sendung, nachdem ich dann nochmal angefragt habe, alle Angebote zurückgezogen. Denn offensichtlich hat zumindest Amazon die Händler zum Teil auch gesperrt wegen fehlerhafter, falscher, schädlicher Angaben. Gut, also das wollte ich jetzt nur mal richtigstellen. Was gibt's noch? Also von Desinfektion spricht man, wenn 99,99% aller Viren zerstört werden. Von Sterilisation spricht man, wenn 99,9999% zerstört werden. Also 4 Neunen hinter einem Zehntausendstel bleibt das übrig. Das schaffen diese Spielzeuge sowieso nicht. Was hat er mir noch geschrieben? Es sind so viele Sachen. Ach ja, es kommt natürlich darauf an, auf die Dosis. Das heißt, wie stark ist die Leistung? Wo, auf welchem Bereich wird die aufgetragen und wie lange dauert es? Und er schreibt also hier in Wasser zum Beispiel, braucht man 400 Wattsekunden pro Quadratmeter. Das heißt also 40 Milliwattsekunden pro Quadratzentimeter. Das ist eine ganze Menge, was man da braucht. Jo, und das ist im Grunde genommen schon alles. Gibt es noch was? Nee, also der höchste Wirkungsgrad beim Zerstören dieser Viren ist bei etwa 200, das haben wir in der Grafik gerade gesehen, 265 Nanometer. Alles andere ist nicht gut. Kann ein bisschen wirken, so eine Quecksilberdampflampe, wenn man sie nicht kaputt macht und im Quecksilberbelasteten Raum steht, die ist ein bisschen gut, die hilft ein bisschen, aber nur exakt diese Wellenlänge, die haut die Dinger richtig kaputt. Also man muss sehen, ein solcher Strahler mit dieser Leistung würde sehr viel Geld, einige tausend Euro kosten, würde sehr viel Leistung aufnehmen. Da sagt ihr normale Sicherung da mit 16 Ampere, die sagt einfach nur Klack und dann ist nichts mehr, weil die kann ja nur bis 3,6 und ein paar kleine Kilowatt und wir brauchen ja hier deutlich mehr. Und das Portemonnaie, naja, wenn man wirklich nur diese Leuchtdioden mit, für 30 Watt hier haben, Aufnahmeleistung, nicht Abgabeleistung, das ist ja dann nur 5% davon, dann ist man schon bei 7.500 Euro. Also es kann alles nicht funktionieren. Alle Angebote, die Ihnen so etwas versprechen, sind falsch. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu testen, aber das sind dann Messgeräte, die im professionellen Bereich sehr, sehr teuer sind und angesiedelt sind, müssen sie auch sein. Aber es gibt einige andere, zum Beispiel so Apfel- oder Bananentest, indem man eine Banane nimmt und klebt einige Streifen ab, wo kein Licht drauf fallen sollte und strahlt die dann mit einem solchen Verdächtigen, also mit dem braucht man gar nicht anfangen, mit einem anderen, der das angeblich können soll, ab und zieht dann nach einer gewissen Zeit die Klebestreifen ab und da sieht man farbliche Unterschiede oder sowas. Inwieweit wissenschaftlich ist das nicht, das ist eher so ein bisschen, naja, wo kommt der Wind her? So, das wollte ich nur sagen. Also da sind wir Betrügern aufgesessen. Für mich bedeutet das, ich werde von diesen Leuten, die so etwas anbieten, nie mehr etwas kaufen. Und ich werde nie mehr den Angaben, die auf diesen Plattformen im Internet sind, Glauben schenken. Ich werde die Dinger vorher auseinandernehmen und nicht hinterher. An Omega T, wenn er uns jetzt sieht, herzlichen Dank für die Information. Auch viele andere haben geschrieben und haben mich darauf hingewiesen und haben den einen oder anderen Tipp gegeben. Also ich möchte mich da auch bei denen bedanken. Es ist ganz wichtig, kritisch zuzuschauen und es ist für uns wichtig, dass wir diese Sachen korrigieren. Denn wenn wir solche Informationen verbreiten, die zwar, wenn es funktioniert hätte, gut gewesen wäre, aber dann die TU Darmstadt, glaube ich, die haben jetzt etwas festgestellt, vorgestellt, weiß ich nicht genau, muss ich mich noch darum kümmern. Ein Gerät sieht aus wie so eine Stehlampe oben mit so einem Röhrchen dran, welches auch ansaugt und desinfiziert und sonst was. Das soll sehr effizient und recht preiswert sein. Vielleicht, wenn das Ding was saugt, wenn das gut ist, werden wir es irgendwann in der Sendung haben. Ich muss mal sehen, ob die ein Muster davon, die haben erstmal ein oder zwei Muster gefertigt, es ist noch keine Serienfertigung, ob die uns da sowas für ein paar Tage zur Verfügung stellen. Das war's für heute. Ich denke, hier
Jänner, der ist virenfrei und mit dem verabschiede ich mich. Bei Ihnen bedanke mich natürlich bei allen Spendern, die anschließend noch gezeigt werden, denn davon leben wir, Werbung machen wir nicht. Im Gegenteil, wir hauen da drauf, wo es sein muss, rücksichtslos, ohne Ansehen der Person. Bis zum nächsten Mal und tschüss.